Ich habe 5 Monate an diesem Bild gemalt. Mein längstes Bild bis jetzt. Realistische Malerei ist auch eigentlich gar nicht meine Expertise, aber ich wollte das schon immer mal lernen. Daher habe ich mir diese Challenge gesetzt und überlegt, was passiert, wenn ich mir mal so richtig viel Zeit lasse und ein Bild so ja richtig perfektioniere. Wie lange dauert das und schaffe ich das überhaupt so komplett ohne Übung, so ein ganzes Bild fertigzustellen? Diesen Prozess habe ich über 5 Monate dokumentiert. Ich möchte außerdem die 400.000 Abonnenten auf YouTube erreichen. Wenn du also Lust hast, meine kreative Arbeit und meine Kunst zu unterstützen, dann kannst du das mit einem Abo sehr gerne tun. Hi, ich bin Jette, Künstlerin aus Berlin. Herzlich willkommen im Studio. Wenn ihr zum Beispiel meine Monthly Art Vlog Serie verfolgt, immer jeden Monat, nach jedem Monat lade ich ein Video hoch, wo ich alles zeige, was ich male. Und da habt ihr unter anderem auch schon dieses ja realistische Kunstwerk von mir gesehen. Für euch doppelt sich das vielleicht ein bisschen, aber ich wollte noch mal ein Video posten, wo ich wirklich mal so meine ganzen Learnings mit euch teile. Also es geht um alles von der Idee bis zur Skizze, die Malerei und ich habe das Bild am Ende auch ausgestellt in einer Galerie. Also, was male ich? Ich war letztes Jahr in Rom und ich habe in den Straßen diese Szene hier entdeckt. Ich habe ein Foto eingeblendet. Ein Haufen Müll in einer Louis Vuitton-Tüte in so einer random Seitenstraße vor so einem roten Auto und auch mit so ganz vielen bunten Farben und dieses Orange von dieser Tüte. Ich fand das irgendwie sah sehr so lebhaft aus. Das Ganze gesehen habe ich im Juli letzten Jahres. Und so richtig angefangen zu malen habe ich dann erst im Dezember. Und da starten wir jetzt. Ich wollte dieses Bild unbedingt mit Ölfarben malen, habe im Dezember nämlich auch mein allererstes Stillleben mit Ölfarbe gemalt. Da habe ich auch ein komplettes Video zu und das hat mich eben auch inspiriert, mich wirklich erstmal an dieses Bild ranzutrauen. Und normalerweise und sowas auch bei dem Stillleben, was ich gemalt habe, ist es so, wenn ich YouTube-Videos für euch filme, dann nehme ich mir so 1-2 Wochen Zeit für Produktion und darin ist dann sowas wie 2 bis 3 Tage Video planen, Material kaufen, dann so 3 bis 5 Tage Malerei, wenn es ein aufwendigeres Projekt ist, auch gerne mal länger. Und dann noch mal knapp 2 bis 3 Tage Schnitt. Und dann eben die Deadline mit Upload. Und das ist für euch mega cool, weil dann mehr Videos im Monat kommen. Aber wenn ich mich an so was Größeres wagen will, dann leidet eben das Ergebnis darunter, weil ich nur so ein paar Tage Zeit habe für die Malerei. Und das wollte ich diesmal anders machen. Und deswegen sitzen wir hier gerade 5 Monate später. Im Dezember habe ich also an einer freien Stunde im Atelier mich an ein Underpainting gewagt. Ich habe hier mit Acrylfarbe grundiert und da auch schon so in der ungefähren Farbgebung von meiner Fotovorlage gearbeitet. Gegen Ende Januar habe ich dann aber erst richtig gestartet mit der Malerei an diesem Bild, weil ich vorher noch an anderen Sachen gearbeitet habe und das war so der frühestmögliche Zeitpunkt, um mich wirklich darauf zu konzentrieren. Und das erste Element, was ich dann gemalt habe, war dieses Auto oben links in der Bildecke. Schon mal auf jeden Fall ein großer Teil, den ich heute geschafft habe und ich bin auch sehr happy, wie die Textur von diesem Auto, weil die eben so unglaublich smooth ist, es ist gar nicht so einfach zu malen, aber ich bin sehr happy und sehr überrascht, dass ich das gut geschafft habe, bis auf halt irgendwie diesen Part hier unten, aber da muss ich eh mit einer zweiten Schicht rüber, weil gerade arbeite ich nur noch nass in nass und da kommt nichts Besseres bei raus, deswegen, ja, manchmal, wenn man auch so merkt, okay, meine kreative Energie verlässt mich gerade, dann am besten, man lässt es sein. Deswegen, ja, das ist alles, was ich heute geschafft habe. Hier habe ich jetzt dieses Teil, ich habe keine Ahnung, von dem Auto nochmal verbessert. Wie heißt das denn? Lüftung, Lüftungsgitter. Das habe ich jedenfalls überarbeitet und nochmal ein bisschen perfektioniert. Und ich glaube, ich wage mich jetzt mal hier an die Wand, also an diese Wand und dann später, wenn ich die habe, dann werde ich den Rest der Objekte, die sich hier befinden, skizzieren, also die Outlines. Das ist so der Plan für heute. Mal gucken, wie weit ich komme.
Ich addiere übrigens die Zeiten, die das jeweils gedauert hat. Ich habe ja alles so dokumentiert, dass ich genau weiß, wie lange ich was gefilmt habe. Schreibe ich hier irgendwo mit rein. Also ich arbeite mich bei dem Bild echt chronologisch so von oben nach unten, von links nach rechts. Und jetzt sind wir auch beim Plastikmalen angekommen. Davon hatte ich einfach überhaupt keine Ahnung, wie man sowas macht. Aber ich habe es gelernt an diesem Bild. Meine Technik, wenn man das überhaupt so nennen kann, war erstmal die Highlights in weiß zu malen und dann die dunkleren Stellen daneben einzubauen und danach eben die Übergänge dann in grau arbeiten, sodass das eben auch plastisch aussieht. Und ich habe versucht zu vermeiden, dass sich die Farben zu sehr miteinander verblenden. Also es hat mich, glaube ich, echt so locker 3 Stunden gedauert. Hätte mir jemand gesagt, dass ich heute 3 Stunden, 3,5 Stunden an einem Mösack male, ich hätte wahrscheinlich das nicht geglaubt, aber ja, here we are. Jetzt ging es weiter mit den kleineren Elementen im Bild, und zwar so einer weißen, durchsichtigen Plastikschale. Das ist so ein bisschen ein Übungsbild für mich, um zu lernen, Plastik zu malen, weil ich die Textur unglaublich spannend, aber auch echt schwierig finde. Ich habe gerade hier diese Plastikbox gemalt, einfach nur in weiß, also nur die Highlights, weil ich da später mit so Glazing drüber gehe, also mit einer kompletten Farbschicht. Dazu muss es aber erstmal trocknen. Und jetzt mache ich in der Zwischenzeit weiter hier oben. Das ist so ein weißer Plastikbeutel. Und hier ist mir auch direkt aufgefallen, wie viel schneller ich war im Vergleich zu dem schwarzen Müllsack. So klar, die Fläche ist insgesamt auch kleiner, aber ich habe einfach gemerkt, dass es mir viel einfacher gefallen ist. Und das ist jetzt echt wirklich schon das erste Learning. Ich dachte, es dauert so ewig, bis ich merke, dass ich irgendwie schneller werde. Bin wahrscheinlich dann nächste Woche nochmal hier. Diese Woche schaffe ich das leider nicht mehr. Wow, jetzt gehe jetzt eben nochmal meine Pinsel waschen, meine Lieblingsbeschäftigung nach dem Malen. Und dann male ich nächste Woche daran weiter. Werde heute an dem Glazing arbeiten und hier so in diesem Kanister. Das Ganze hier möchte ich relativ bald schaffen. Das war auch das einzige Mal, dass ich irgendwas recherchiert habe, wie man irgendwas macht. Und zwar trage ich hier eine dünne Schicht Farbe, also ganz viel Ölmedium, relativ wenig Farbe mit einem weichen Pinsel über das bereits Gemalte auf. Und das wird eben verblendet und wirkt dann wie eine ganz, ganz dünne Schicht Plastik. Und sieht eben irgendwie so unfassbar gut aus, fast schon wie so ein Weichzeichner, weil eben alle Highlights da drunter liegen. Und ich bin froh, dass ich diese Technik jetzt kenne. Das nächste Bildelement war dann der Kanister in der rechten Bildhälfte, auch wieder Plastik. Und da habe ich erst diesen blauen Plastikdeckel gemalt und danach den Kanister, der ja eine super weiche Textur hat. Also da sind überhaupt keine harten Übergänge, alles ist so sehr smooth, muss gut verblendet sein, die Farben weicheinander übergehen. Und es sieht einfach so richtig schnell aus in dieser Timelapse, hat mich aber auch wieder 2,5 Stunden gedauert. Jetzt kommen wir zu den kleinsten Objekten im Bild. Und ich dachte, das ist auch so ein voll das große Learning, weil ich dachte, dass ich weniger Zeit an den kleinen Sachen arbeite im Vergleich zu dem Müllsack, also zu den großen. Aber das ist gar nicht so. Denn kleinere Objekte brauchen kleinere Pinsel und größere Objekte größere Pinsel. Das heißt, ich habe mindestens genauso lange, wie ich am Müllsack arbeite, teilweise auch an den kleinen Sachen gearbeitet. Einfach weil da so viel Detail drin steckt und man sehr, sehr, sehr fein arbeiten muss. Ich habe generell an manchen Tagen mal so irgendwie nur 30, 40 Minuten meiner Zeit hier im Artstudio an dem Bild gemalt. Und an anderen Tagen, wie zum Beispiel an Tag 8, habe ich dann zum Beispiel 3 ganze Objekte geschafft, weil ich den ganzen Tag wirklich extra für das Bild im Atelier war und habe mich dann eben auch mal so 4 Stunden voll und ganz darauf konzentriert. Tag 9 habe ich dann größtenteils mit Detailarbeit verbracht, zum Beispiel die Pastabox überarbeitet sowie die grüne Plastikflasche. Und ich war dann auch langsam so ein bisschen frustriert, dass ich so unglaublich lange dafür brauche.
Ich hätte irgendwie gedacht, ich werde diesen Monat fertig mit diesem Trash-Life. Aber ich dachte falsch. Ist auch okay. Ich meine, man kann auch einfach nicht alles schaffen, was man sich so vornimmt. Gerade die letzten 2 Mal-Sessions habe ich hier auf jeden Fall richtig, richtig viel geschafft. Vor allem letztes Mal und heute. Und ich finde vor allem auch, dass das Bild echt auch eine gute Fernwirkung hat. Wenn man halt nah rangeht, klar sieht man dann halt auch Imperfections, aber von weit weg, finde ich, sieht es echt gut aus. Und da bin ich sehr happy drüber. Bei dieser Plastikplan, hier liegt so eine Plastikplane drüber, da sind eben auch so viele echt, ja, super schwierige Stellen. Deswegen werde ich einfach jetzt in Weiß vorarbeiten, die Highlights setzen und danach wieder mit diesem Glazing arbeiten, weil das wirklich schön geklappt hat hier. Dieser Tag war mit 5 Stunden, glaube ich, auch der längste Tag, an dem ich ja am Stück wirklich ohne Pause gemalt habe. Und auch das erste Mal, dass ich gemerkt habe, dass ich so den Kopf richtig beim Malen ausstelle und dass alles mir relativ leicht fällt zu malen. Man hat dann echt so einen Tunnelblick und vergisst alles so um sich herum. Hat echt Spaß gemacht. Ich werde heute hier weiterarbeiten, also da, wo diese Plastikverpackungen sind, so die Plastiktüten. Ich habe letztes Mal schon so eine Base aufgetragen und die werde ich jetzt eben mit einem Weiß überarbeiten. In Hoffnung, dass dann der Hintergrund so ein bisschen durchscheint, das heißt Glazing, diese Technik. Weil man eben viel Malmedium, also viel Öl unter die Farbe mischt, dann wird die halt eben so hauch dünn nur so darüber aufgetragen und gerade bei so Plastiktexturen ist es ganz praktisch. Mein Ziel ist es also, all das hier unten heute fertig zu bekommen. Und danach fehlt dann auch wirklich nur noch die Tüte und der gesamte Boden hier. Das wird auch nochmal das ganze Bild so verändern vom Look. Ich bin sehr gespannt. Diese Glazing-Technik war wirklich ein Lifesaver, wenn es ums Plastikmalen geht. Erst recht, wenn sich etwas dieser Elemente überlappt und man so ein bisschen vom Plastik dahinter vor dem anderen Plastik sieht. Diese Technik ist aber auch der Grund, warum ich immer ein paar Tage zwischen den Mal-Sessions brauchte, damit auch trotz Trocknungsbeschleuniger die unterste Schicht erstmal trocken ist und ich dann eben mit der nächsten Schicht darüber weitermachen konnte. Bevor jetzt irgendjemand sagt, 5 Monate hättest du ja auch am Stück malen können. Ganz so einfach ist es nicht. Ich habe auf jeden Fall alles geschafft, was ich wollte, auch wenn ich nicht so zu 100% zufrieden bin mit diesem Plastik. Das ist wirklich echt extrem schwer zu malen. Ich will auch so ein bisschen so einen leichten Abstraktionsgrad haben. Also ich möchte jetzt auch nicht fotorealistisch malen, aber trotzdem ist es nicht ganz so einfach. Plastik ist echt schwer. Das hier eigentlich ganz gut hinbekommen und da unten mit dem Teil bin ich auch zufrieden. Ich würde auch gerne als nächstes mit der Tüte hier weitermachen. Es ist echt unglaublich, wie lange man an sowas arbeiten kann. Ich bin immer wieder überrascht. Während ich male, erkläre ich euch mal so ein bisschen was zu der Bedeutung. Weil ich zu dem Zeitpunkt auch schon wusste, was genau ich überhaupt mit dem Bild ausdrücken möchte, was ich damit sagen möchte als Künstlerin, weil für mich hat das eben auch eine Bedeutung. Und für diejenigen von euch, die meine Artvlog-Serie schauen, die kennen das in etwa schon, deswegen fasse ich mich mal kurz. In der Kunst gibt es Stillleben, eine Kunstform, die sehr etabliert ist. Und oft sieht man darin eher ja, leblose, tote Gegenstände. Die haben auch alle immer eine Bedeutung, sowas wie so erloschene Kerzen, Totenköpfe, verwelkte Blumen, steht immer so für die Vergänglichkeit des Lebens. Und diese Stillleben sind sehr konstruiert, arrangiert, so perfekt da aufgebaut und dann gemalt. Und ich habe die Gegenstände aber nicht arrangiert, sondern ich habe das so gefunden und nichts verändert. Ich habe das wirklich so fotografiert und so gemalt, wie ich das da gesehen habe. Und deswegen dachte ich mir, es wäre irgendwie cool, das Ganze nicht Still Life zu nennen, sondern Real Life. Und gleichzeitig möchte ich mit dem Bild auch Konsum kritisieren, weil wir eben ein super großes Müllproblem auch auf der Welt haben
und ich das so ironisch fand, dass sowas, was so schlecht ist, dann da so hübsch arrangiert steht. Diese Gegenstände repräsentieren den Menschen nicht nur als Müllverursacher, sondern eben auch als Konsument von zum Beispiel Luxusgütern. Müll in sich ist nämlich auch nicht unbedingt vergänglich, sondern braucht halt Jahrzehnte, bis der irgendwie sich zersetzt, wenn überhaupt. Und in gewisser Weise repräsentiert dieses Bild für mich auch einen Kontrast von Leben und Tod, nur eben betrachtet aus der heutigen Zeit. Und deswegen nenne ich das Bild Trash Life. Ich war zwischendrin nochmal echt unmotiviert und irgendwie gar keine Lust mehr weiterzumachen, aber habe dann nochmal so ein bisschen hier nicht aufgegeben und jetzt mag ich es auf jeden Fall schon viel lieber. Also man könnte es halt wirklich so lassen, also ich finde es gerade echt nicht schlecht. Dann musste ich Steine malen und da habe ich auch gar keine Ahnung von gehabt, wie malt man Steine, I don't know. Habe eben erstmal alles skizziert, geguckt, dass die Perspektive stimmt. Und dann habe ich das Ganze ja relativ chronologisch von oben nach unten, also Stein für Stein gemalt. Die Steine hinten haben weniger Detail, sind ein bisschen dunkler. Auch die, die im Schatten des Autos liegen, habe ich dann nur angedeutet und mich dann schrittweise vorgetastet. Das waren jetzt 2 Stunden Malen. Ich bin echt richtig überrascht, wie viel ich schaffe in relativ kurzer Zeit. Also ich habe jetzt ja die Hälfte schon fertig. Jetzt noch den Teil hier unten, denke ich mal bestimmt noch eine weitere Stunde, vielleicht 2. Und dann gucke ich mal, ob ich noch den Louis Vuitton Schriftzug male oder nächstes Mal, weil da muss ich mich sehr konzentrieren. Das Stillleben gerade aus. Ich versuche es jetzt gerade mal nicht aufzusetzen, weil die Farbe halt noch nass ist, auch unten drunter. Aber ich bin auch heute auf jeden Fall schon sehr, sehr weit gekommen. Mein Ziel ist es ja auch, jetzt im März wirklich fertig zu werden. Ich habe ja noch, 3 Tage, 4 Tage oder so. Das schaffe ich schon irgendwie. Spoiler, ich habe es im März natürlich nicht geschafft, das Bild fertig zu malen, sondern dann im April erst. Ganze 5 Monate später. Ich hatte an diesem Tag leider meine Kamera vergessen und deswegen habe ich jetzt nur so ein paar Handyaufnahmen, aber ich habe es immerhin zum Glück mitgefilmt. Und zwar habe ich an die Stellen, die mir nicht einheitlich genug waren, einfach wieder so eine dünne Farbschicht drüber getragen, weil ich einfach ein paar Partien aufhellen wollte und ein paar andere Partien wollte ich verdunkeln. Also habe ich auch wieder mit Lasing gearbeitet. Meine neue Lieblingstechnik, wie ihr merkt, hat so ein bisschen Mut gekostet, das einfach auch so zu übermalen, aber ich finde, es sieht auf jeden Fall, wenn man das mal vorher nachher vergleicht, so viel besser aus. Und dann kam der Schriftzug. Das war auch eine Challenge, weil ja, so Typografie, ich mag das zwar gerne, aber es muss wirklich so genau sein. Und ich glaube auch, mein Schriftzug, den ich gemalt habe, ist es auch nicht exakt, aber er ist nah genug am Original. Und ich war auch irgendwie over it. At this point war ich so, ich möchte, dass es einfach nur fertig ist. Es war dann auch irgendwie schon April und ich dachte mir so, lass mich alle in Ruhe. Ich will jetzt einfach nur noch dieses Bild fertig haben und es nicht mehr sehen müssen. Ich habe mich echt satt gesehen. Ich bin fertig. Ich lasse es nochmal stehen, so 1-2 Tage und komme dann wieder und überlege mir, ob ich noch irgendetwas hinzufügen oder ändern will. Aber ich glaube, es ist Zeit, dieses Werk endlich mal abzuschließen. Ich habe übrigens, als ich dieses Video zusammengeschrieben habe, auch erst ja wirklich gesehen, wie lange ich tatsächlich an diesem Bild gearbeitet habe, nämlich nur 2 Wochen. Also für mich hat sich das angefühlt wie Ewigkeiten. Ich habe ja auch die Stunden zusammengerechnet und zwar habe ich insgesamt 37 Stunden an meinem Trash Life gemalt. Es ist viel, ich kann das jetzt voll schwer einordnen, aber ja, 37 Stunden ist doch eigentlich gar, also akzeptable Zeit, oder? Das hier ist jedenfalls Trash Life. 70 x 100 cm Ölfarbe auf Leinwand. Und ich bin noch nicht ganz fertig mit dem Video, denn wenn ihr das gerade schaut, also Sonntag,
dann hängt dieses Bild gerade ausgestellt in Köln bei einem Art Festival, wo ich an diesem Wochenende bin. Also auch wenn das Video online kommt, bin ich noch da. Da hängt das jetzt aktuell schon 2 Tage an der Wand. Ich dokumentiere auch wieder in einem Art Vlog, wie diese ganze Ausstellung zustande gekommen ist, die, ja, Vorbereitungen, also schaut gerne bei meiner Art-Vlog-Serie vorbei. Gerne auch abonnieren, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Und dann hoffentlich sehen wir uns auch im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.